EA Poe Productions liest Jules Verne, Die Abenteuer des Kapitän Hatteras, erster Band. Heute, sechstes Kapitel, Die große Polarströmung. Bald ließen sich zahlreichere Scharen von Vögeln, Sturmvögel und andere Bewohner dieser öden Gegenden sehen, woraus man die Nähe Grönlands erkannte. Der Vorwart fuhr rasch nordwärts. Am Dienstag, den 17. April, gegen 11 Uhr vormittags, meldete der Eismeister das erste Erscheinen des Eisblink, welches sich mindestens 20 Meilen in Nordnordwest zeigte. Es war ein blendend weißer Streifen, welcher trotz dichten Gewölkes den ganzen benachbarten Teil der Atmosphäre lebhaft erhellte. Die Leute von Erfahrung an Bord konnten über die Erscheinung keinen Zweifel haben, und sie erkannten an dem weißen Schein, dass dieser Blink von einem ausgedehnten Eisfeld 30 Meilen über dem Gesichtskreis hinauskommen musste und durch Brechung der Lichtstrahlen entstand. Gegen Abend schlug der Wind südlich um und ward günstig. Shenton konnte tüchtig Segel aufspannen und ließ aus Sparsamkeit die Heizung aufhören. Der Vorwart fuhr mit vollen Segeln dem Kap Farewell zu. Am 18. um 3 Uhr ließ sich an einem weißen, nicht eben dichten, aber glänzenden Streifen, der lebhaft zwischen den Linien des Meeres und des Himmels abstrach, ein Eisstrom erkennen. Er trieb offenbar viel mehr von der Ostküste Grönlands her als von der Davisstraße, denn die Eisblöcke ziehen sich vorzugsweise an dem Westrand des Baffinmeeres. Eine Stunde nachher fuhr der Vorwart mitten durch abgesonderte Blöcke des Eisstromes, und da, wo sie am meisten zusammenhingen, folgte sie der Wellenbewegung. Am folgenden Morgen, bei Tagesanbruch, meldete die Wache ein Schiff. Es war eine dänische Korvette, Walküre, welche in die entgegengesetzte Richtung des Vorwart der Bank von Neufundland zufuhr. Die Strömung von der Straße her machte sich schon fühlbar, und Shenton musste die Segel verstärken, um dagegen zu steuern. Damals befanden sich der Kommandant, der Doktor, James Wall und Johnson beisammen auf dem Hinterdeck, um die Richtung und Kraft dieser Strömung zu untersuchen. Der Doktor fragte, ob wirklich diese Strömung gleichmäßig im Baffinsmeer existiere. Allerdings, erwiderte Shenton, und die Segelschiffe können nur mit Mühe dem Polarstrom entgegensteuern. Umso mehr, fügte James Wall bei, als man ihn eben sowohl auf der Ostküste Amerikas als auf der Westküste Grönlands findet. »Nun«, sagte der Doktor, »das gibt dem Aufsuchen der nordwestlichen Durchfahrt einen besonderen Grund. Dieser Strom fließt mit einer Schnelligkeit von etwa 5 Meilen die Stunde, und es ist schwerlich vorauszusetzen, dass er im Innern des Golfes entsteht.« »Dies ist umso richtiger, Doktor«, fuhr Shenton fort, »als man gleich dieser Strömung von Norden nach Süden eine entgegengesetzte, von Süden nach Norden in der Beringstraße findet, welche den Ursprung dieser bildet.« »Demnach, meine Herren«, sagte der Doktor, »muss man zugeben, dass Amerika völlig von den Polarlanden losgetrennt ist und dass die Gewässer des Stillen Meeres um diese Küsten herum bis ins Atlantische fließen. Übrigens ergibt sich auch aus dem höheren Niveau der Gewässer des Ersteren noch ein Grund für deren Abfluss in die Meere Europas.« »Aber«, fuhr Shenton fort, »es muss doch Gründe für diese Theorie geben, und wenn das der Fall ist, muss unser Universalgelehrter sie kennen.« »Wahrhaftig«, versetzte Letzterer mit liebenswürdiger Befriedigung, »wenn Sie dies interessieren kann, so will ich Ihnen sagen, dass Walfische, die in der Davisstraße verwundet wurden, einige Zeit nachher in der Nähe der Tartarei noch mit der europäischen Harpune im Leibe gefangen wurden.« »Wofern Sie also nicht ums Kap Horn oder das der guten Hoffnung gefahren sind«, erwiderte Shenton, »so müssen Sie notwendig Ihren Weg um die Nordküste Amerikas herumgenommen haben. Das ist unbeschreibbar, Doktor.« »Wenn Sie jedoch nicht überzeugt wären, mein wackerer Shenton«, sagte der Doktor lachend, »so könnte ich noch andere Tatsachen vorbringen, zum Beispiel das in der Davisstraße flößende Holz, Lärchen, Zitteräspen und andere Produkte der tropischen Zone. Nun wissen wir, dass des Golfstroms wegen dieses Holz nicht in die Enge hineintreiben kann. Wenn Sie also aus demselben heraustreiben, so können Sie nur über die Beringstraße in denselben hineinkommen.« »Ich bin überzeugt, Doktor, und gestehe, dass man bei Ihren Beweisen schwerlich ungläubig bleiben kann.« »Meiner treu«, sagte Johnson, »da kommt just etwas, was die Sache klar machen kann.
Ich sehe da draußen ein hübsch großes Stück Holz. Mit Erlaubnis des Kommandanten wollen wir den Baumstamm auffischen, an Bord ziehen und um sein Heimatland befragen.« »Ganz recht«, sagte der Doktor, »das Beispiel nach der Regel.« Shenton gab den Befehl dazu. Die Brigg fuhr auf das wahrgenommene Holz, und bald darauf zog es die Mannschaft mit einiger Mühe an Bord. Es war ein Akayu-Stamm, der vom Gewürm bis in den Kern zerfressen war, sonst hätte er nicht oben aufschwimmen können. »Das ist ja überführend«, rief der Doktor freudig, »denn da die Strömungen des Atlantischen Ozeans denselben nicht haben in die Davisstraße treiben können, weil er nicht durch nordamerikanische Flüsse in das Polarbecken getrieben werden konnte, da der Baum in der Gegend des Äquators wächst, so ist es klar, dass er direkt aus der Beringstraße kommt. Und sehen Sie, meine Herren, dies Meergewürm, von dem es durchfressen wurde, es gehört zu den Gattungen der heißen Zone.« »Offenbar«, versetzte Wahl, »haben die Widersacher der Durchfahrt Unrecht.« »Mit diesem da sind Sie gänzlich geschlagen«, erwiderte der Doktor. »Geben Sie Acht, ich will Ihnen den Weg beschreiben, welches dieses Akayu-Holz gemacht hat. Es ist durch einen Fluss des Isthmus von Panama oder aus Guatemala in den stillen Ozean geflößt worden. Von da aus hat die Strömung längs der amerikanischen Küste es bis zur Beringstraße geführt und, gutwillig oder nicht, es musste in die Polarmeere hinein. Es kann noch nicht lange her sein, dass es aus der Heimat abgefahren ist. Sodann ist es glücklich über alle Hindernisse der langen Reise von Eng bis zur Baffins Bay hinaufgekommen. Und von der aus Norden kommenden Strömung lebhaft ergriffen, ist es durch die Davisstraße getrieben, um an Bord des Forward aufgefischt zu werden, zu großer Freude des Dr. Clawbonny, welcher den Kommandanten um die Erlaubnis ersucht, ein Musterpröbchen aufzuheben.« »Tun Sie es nur«, versetzte Shenton, »aber gestatten Sie auch mir, Ihnen mitzuteilen, dass Sie nicht der einzige Besitzer eines solchen Strandgutes sind. Der dänische Statthalter der Insel Disko«, »an der Küste Grönlands«, fuhr der Doktor fort, »besitzt einen Tisch, der aus einem Block desselben Holzes gefertigt ist, welcher unter gleichen Umständen aufgefischt wurde. Es ist mir dies nicht unbekannt, lieber Shenton. Nun, ich beneide ihn nicht um seinen Tisch, denn wenn es nicht zu viel zu schaffen machte, so hätte ich hier genug, um mir ein ganzes Schlafgemach zu zimmern.« Während der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag wehte der Wind äußerst heftig. Das Treibholz zeigte sich häufiger. Die Annäherung an die Küste war gefährlich zu einer Zeit, wo die Eisberge sehr zahlreich sind. Der Kommandant ließ daher die Zahl der Segel vermindern und der Forward fuhr dann nur mit zweien. Das Thermometer fiel unter den Gefrierpunkt. Shenton ließ angemessene Kleidung an die Mannschaft verteilen. Wollene Jacken und Hosen, flanellenes Hemd, Strümpfe von Wattmehl, wie die norwegischen Bauern tragen. Desgleichen wurde jeder Mann mit einem paar völlig wasserdichten Meerstiefeln versehen. Kapitän Hunt war mit seinem natürlichen Pelz zufrieden. Er schien gegen die Veränderungen der Temperatur wenig empfindlich. Er musste schon mehr wie einmal die Probe bestanden haben. Er war fast immer in den dunklen Schiffsräumen versteckt. Gegen Abend ließ sich durch eine Lichtung im Nebel unter 37 Grad 2 Minuten 7 Sekunden Länge die Küste Grönlands sehen. Der Doktor konnte vermittels seines Fernrohres eine Reihe Peaks mit breiten Gletschern erkennen. Der Forward befand sich am 20. April früh im Angesicht eines 150 Fuß hohen Eisberges, der seit undenklichen Zeiten an dieser Stelle festliegt. Das Tauwetter hatte ihn noch nie bewältigt und seine seltsamen Formen nicht angetastet. Snow hatte ihn gesehen, James Ross im Jahre 1829 eine Zeichnung desselben aufgenommen und der französische Leutnant Bellot an Bord des Prinzen Albert hat ihn im Jahre 1851 bemerkt. Auch der Doktor entwarf eine gelungene Skizze desselben. Solche unüberwindlich festliegenden Massen finden sich mitunter. Dann haben sie gegen jeden Fuß Höhe über dem Wasser zwei unter demselben, was also bei diesem 300 Fuß Tiefe, also zusammen 400 Fuß beträgt. Endlich, bei einer Temperatur, die mittags 12 Grad Fahrenheit, 11 Grad Celsius, betrug, bekam man im nebligen Schneewetter Kap Farvel zu sehen. »Das ist denn«, sagte bei sich der Doktor, »das berühmte, richtig benannte Kap Lebewohl. Viele sind daran vorübergefahren und haben es nimmer wieder gesehen. So sind Frobisher, Knight, Barlow, Wagum, Scroggs, Barrons, Hudson, Blossville, Franklin, Crozier, Bellot nie zum heimischen Heer zurückgekehrt. Ihnen rief es ein letztes Lebewohl zu.«
Grönland wurde von isländischen Seefahrern schon ums Jahr 970 entdeckt. Sebastian Cabot drang im Jahre 1498 bis zum 56. Breitengrad. Gaspar und Michel Cotterell 1500 bis 1502 gelangten bis zum 60. Grade und Martin Frobisher 1576 bis zu der nach ihm benannten Bay. John Davis entdeckte 1585 die Straße, welche seinen Namen führte. Und zwei Jahre später, bei einer dritten Reise, gelangte dieser kühne Seefahrer und Walfischjäger bis zum 73. Grad, noch 17 Grad vom Pol. Barents 1596, Weymouth 1602, James Hall 1605 und 1607, Hudson, nach welchem die große Bay benannt ist, die sich so tief ins Festland hineinzieht, James Poole 1611 drangen weiter in der Straße vor, um die nordwestliche Durchfahrt zu suchen, durch welche der Verkehr zwischen den beiden Welten so sehr abgekürzt worden wäre. Baffin 1616 fand in dem Meere seines Namens die Lancaster-Straße. Ihm folgte 1619 James Monk und 1719 Knight, Barlow, Wagham und Scroggs, von welchem man nie wieder Nachricht bekam. Im Jahre 1776 erreichte der Leutnant Pickersgill, welcher dem Kapitän Cook entgegengeschickt wurde, den 68. Im folgenden Jahr drang Young bis zur Fraueninsel vor. Nun kam James Ross, der 1818 die Küsten des Baffinsmeeres aufnahm und die hydrographischen Irrtümer seiner Vorgänger verbesserte. Endlich, 1819 und 1820, drang der berühmte Parry durch den Lancaster-Sund inmitten unzähliger Schwierigkeiten bis zur Insel Melville und gewann den Preis von 5000 Pfund, welcher durch eine Parlamentsakte den englischen Seefahrern versprochen war, die bei einer höheren Breite als 77 Grad über den 177. Meridian gelangen würden. Im Jahre 1826 kam Beechey bis zur Insel Camisso. James Ross überwindete 1829-1830 in der Prinzregentenstraße und entdeckte neben anderen wichtigen Leistungen den magnetischen Pol. Während dieser Zeit erforschte Franklin auf dem Landweg die Nordküsten Amerikas vom Mackenzie-Fluss bis zu der Umkehrspitze. Der Kapitän Back verfolgte von 1823 bis 1835 diese Bahn weiter, und seine Entdeckungen wurden 1839 durch Dees, Simpson und den Dr. Ray vervollständigt. Endlich fuhr Sir John Franklin voll Eifer, die nordwestliche Durchfahrt aufzufinden, im Jahre 1845 auf dem Erebus und Terror aus England ab, drang ins Baffinsmeer hinein und seit er bei der Insel Disco vorbeigekommen war, bekam man keine Nachricht mehr von seiner Expedition. Diese zahlreichen Entdeckungsfahrten haben zur Auffindung der Durchfahrt und zur Aufnahme der so tief ausgezackten Polarkontinente geführt. Die unverzagtesten Seemänner Englands, Frankreichs und der Vereinigten Staaten wagten sich in die schrecklichen Gegenden, und ihren Anstrengungen ist zu verdanken, dass die so schwierige Karte dieser Landschaften im Archiv der Königlichen Geographischen Gesellschaft zu London nun prangen kann. So überblickte der Doktor im Geiste die merkwürdige Entdeckungsgeschichte dieser Landschaften, während er auf die Seite gelehnt mit den Augen dem langen Kielwasser der Brigg folgte. EA Production.